Das Finale 200 Meter der männlichen Jugend A. Wir sehen auf der Bahn 1 vom Team Voreifel Hendrik Wederin. Auf der Bahn 2 Christopher Bieber, Postsport Telekom Trier. Der Jugendvizemeister des vergangenen Jahres und zweitschnellster Hinvorläufer Hendrik Schulz von der LG ASV und der SHS Köln auf der Bahn 3. Der 5. der U20-Weltmeisterschaft kommt und Vorlaufschnellster. Auf der Bahn 4 Robin Helmer, die Voratschalt. Auf der Bahn 5 vom Erfurter LAC Jan Wilscher. Auf der Bahn 6 Christian Harris, LG Euregio. Bahn 7 für Marcel Kirskes, LG Rhein-Wied. Und auf der Bahn 8 von der LG-Region Landshut, Thomas Schill. Das Finale 200 Meter der männlichen Jugendmannschaft. Gesucht wird der deutsche Meister über die halbe Stadionrunde. Robin Helmer auf der Bahn 4 im Blau-Weiß-Trikot. Hendrik Schulz in Schwarz. Robin Helmer ist vorne. Was für ein Lauf! Was für ein Lauf! Und die große Zeitanzeige. Das stimmt, dass die 20 vorne steht. Mein lieber Mann. Also, er ist in diesem Jahr schon 21.08 gelaufen, Robin Helmer.